Mitstreiter Arda betreibt ein türkisches Lokal in Krefeld. Marcel ist Crossover-Koch. Hi, Marcel. Arda, freut mich. Ja, super. Bist auch wegen Rani, oder was? Ja, genau. Ja, komm, lass rübergehen. Komm. Mit Christina und Ingo ist die Runde komplett. Ingos Wunsch an den Wirt? Ich möchte eigentlich, dass es eine Herzlichkeit vom Service ist und eine Ehrlichkeit von der Küche. Und dann wird es auch gut sein. Junge Truppe, habe ich das Gefühl. Ne? Ziemlich alle nah beieinander jetzt vom Alter her. Eine Frau, schön. So, jetzt werdet ihr gleich mal überrascht im Garpunkt. Steht schon alles bereit für den hohen Besuch. Hi. Moin miteinander. Hi. Ich habe hier einen Drink für euch. Cool. Dankeschön. Nehmt euch mal. Vielen Dank. Für euch auch. Vielen Dank. Dann geht schon mal rein. Ich komme gleich nach. Jawohl. Alles klar. Bis dann. Danke dir. Und wir zeigen den anderen heute, wo man in Beding gerade gutes Essen kriegt. Die 60 Quadratmeter große Essener Kneipe bietet Platz für knapp 30 Personen. So, ich finde das Lokal klein, aber fein. Schön dekoriert auch. Elegant. Also wenn ich auch mir so angucke, ist auch ein bisschen mit Platzteller etc. Ich kann mir auch vorstellen, dass der auch ein bisschen feiner macht, was? Ja, geht schon los. Die Glocken klingeln schon. Ling, ling, ling. Und Kellnerin Zora nimmt die Bestellungen auf. Beim Zubereiten der Vorspeisen will Ingo an vorderster Front dabei sein. Was machen wir denn Schönes heute als Vorspeise? Vorspeise heute das Roastbeef mit gepickeltem Gemüse, Chipotle-Mayo und gebackenen Kapern. Da bin ich jetzt gerade dran. Mach die, das Pickelgemüse. Ja, ich habe schon gesehen, ne? Du legst viele Sachen toll ein. Ne? Ja, absolut. Das ist mega jetzt, geil. Genau, das ist jetzt alles für das Roastbeef. Top, also da so das bisschen, kann hier gleich stehen bleiben. Ne? Genau, dass ich da so ein bisschen eine Variation habe. Wie gesagt, Pickelsud jetzt in meinem Fall. Ein Teil Essig, zwei Teile Zucker, drei Teile Wasser. Hat diesen Zucker reingemacht. Das ist ruhig eine große Menge Zucker, wenn man das so sieht. Die Säure, aber das braucht es auch. Der löst sich auf und dann hast du dieses schöne Säure-süße Spiel. Kann ich mir gut vorstellen gleich. Die Gewürzgurke hat nicht ausgedient, sondern die hat Familienzuwachs bekommen. Und zwar in sämtliche Richtungen. Ne? Von Kohlrabi etc. Alles wird gepickelt und ist auch geil. Ich mag das. Jetzt gibt Matthias einen Schluck Wasser dazu und erhitzt den Sud. Und dann kann ich hier parallel schon mal das Roastbeef einmal würzen. Was hast du da für schönes Roastbeef? Wo kommt das Rind her? Das ist irisches Fleisch. Mhm. Hole ich alles aus dem frische Paradies, sprich Großmarkt. Ja. Ich finde es natürlich toll, wenn man kurze Lieferwege hat. Dagegen ist aber nichts zu sagen, dass man irisches Top-Produkt von so einer tollen Insel da holt. Das sind jetzt auch nicht, wird ja nicht um die ganze Welt geflogen, wie ein kanadischer Hummer oder ein Produkt, ein Wagyu-Rind aus Japan. Wir kamen tatsächlich manche Lebensmittel in Deutschland zweimal hin und her zwischen Bayern und Norddeutschland, ohne Scheiß, und dann noch bauen wir noch Tschechien ein. Da ist schon auch als Alternative so die irische, ja, die irischen Sachen, so wie das Fleisch oder so, schon eine Alternative. Es kommt über die Nordsee. Da ist der Weg eigentlich gar nicht so breit. Da kommt noch eine Chipotle-Mayo zu. Die kann ich schon mal ansetzen. Ich mache die auf Milchbasis, da bin ich so ein bisschen sicherer, kann länger oder habe die längere Haltbarkeit. Ja. Also keine Eier. Keine Eier. Die Chipotle-Mayonnaise sollte eigentlich geräucherte Jalapenos sein. Die, also eine Mayonnaise mit diesen geräucherten Jalapenos, also mit einer leichten Schärfe und einem Rauchgeschmack. Und er macht das auf einer Basis einer eierfreien Mayonnaise. Das heißt, die klassische Aioli wird ja auch mit Milch und Öl hochgezogen. Und ich gehe davon aus, dass er da drüber die Bindung bekommt und dann die Geschmäcker hineingeben wird. Doch warum spekulieren? Fragen wir doch einfach Matthias selbst. Das ist jetzt ein Teil Milch, zwei Teile Öl. Dann gebe ich immer ein bisschen Senf mit rein, genau. Direkt schon mal für den Geschmack und als Emulgator. So, und dann wird der ganze Kollege erstmal hochgezogen. Am besten mit einem ganz normalen Haushaltspürierstab. Das ist jetzt hier diese Chipotle. Genau, halt eine geräucherte Chilischote. Ja. Und da hat man dann beim Roastbeef halt nochmal so eine schöne leichte Schärfe durch die Mayo, bisschen Rauchigkeit. Passt ganz gut. Ja, mega. Ja, also die Mayo ist in Ordnung, da gibt's gar nichts, ne? Und ist auch keine Neuerfindung. Wer hat's erfunden? Die Spanier haben's eigentlich gemacht, ne? Ich glaube, so wie ich ihn jetzt gerade kurz kennenlernen durfte in der Küche, dass er unheimlich viel Augenmerk auf die Qualität der Produkte legt, das mit Herz und Leidenschaft macht. Und ich freue mich einfach auf die Gerichte, die ich hier gleich essen werden darf.
so alles anschnallen, bitte. Hier kommt die Kneipenküche der Zukunft. Also optisch muss ich immer sagen, so ein Schnellkocher. Sieht top aus. Also toll angerichtet, alle Teller. Wie man schon fast vermutet hat, ne? Erwartet man eigentlich nicht hier und dann kommt sowas, ne? Finde ich cool. Ingo startet mit der Blutwurst an Kartoffelpüree und Apfelsalat. Und wir spitzen aufmerksam die Ohren. Ist jetzt nicht diese typische Blutwurst, die man im Brauhaus so hat. Die ist ein bisschen fester. Vielleicht hat er sie so ein bisschen meliert vorm Anbraten. Also kriegt so eine schöne Kruste. Und dann hast du diese Cremigkeit von der Blutwurst, die nicht ganz so fettig ist. Also keine großen Speckstücken da drin. Das ist ein ganz guter Tipp, ne? Weil die Blutwurst, die bricht so gerne auseinander. Ist ja klar, da ist ja eben ein hoher Anteil Blut drin. Und die zu schützen mit ein bisschen Mehl und es wird dann auch ein bisschen knuspriger, ist ein ganz, ganz toller Hinweis. Die war schon vom guten Metzger hier, das merkt man. Und ja, last not least ist das sehr, sehr schön gewesen. Dieser Apfelsalat ist halt mehr gemacht worden, ja, wie so ein Relish, also ein bisschen eingekocht, ein bisschen hatte trotzdem noch Biss, dann wurde das aufgebaut. Also es war schon handwerklich einfach auch mit Pfiff. Kartoffelcreme ist perfekt abgeschmeckt, also finde ich gut. Guter Butteranteil da drin, also ein hoher Butteranteil. Ich mag das aber auch gerne. Butter macht die Sachen auch immer besser manchmal. Ja, Butter macht das Leben rund, gut oder so. Und ich glaube, er hat auch ein schönes Salz einfach benutzt. Entweder ein Fleur de Sel, ein Molden Sea Salt oder ein Himalaya Steinsalz. Also es war eine schöne Salzigkeit da drin, die eine schöne Mineralität hatte. Dieses schöne Farbenspiel gehört zu Ardas Kokos-Curry-Suppe mit Gemüseeinlage. Und dein erster Eindruck? Ich musste zuerst schmunzeln, weil da so eine super Schärfe kam. Die stand zwar nicht auf der Speisekarte, deshalb musste ich auch so schmunzeln am Anfang, weil ich persönlich halt scharf bzw. pikant sehr mag. Für mich war das deswegen sehr angenehm. Vielleicht kann man das irgendwie in die Speisekarte einfach reinschreiben. Genau, einfach mal als Bemerkung, genau. Ganz leichte gut. Schärfe oder sowas. Mittlerweile weiß man, dass wo Curry draufsteht, meistens auch ein bisschen was mit Schärfe dabei ist, oder? Also den Kokosgeschmack, muss ich ehrlich sagen, der kam jetzt nicht so in Geltung. Aber trotzdem bin ich rundum zufrieden. Super gewürzt, super Schärfe, die durch, ja, ich kann es mir nicht genau erklären, vielleicht Chili-Pulver, man sieht es nicht genau. Also so eine Currysuppe wird meistens heutzutage wirklich mit so einer Thai-Curry-Paste gemacht. Und wenn, dann sieht man das nicht, das ist mit in dieser Paste drin. Oder eben ein bisschen Cayenne-Pfeffer, das wird man auch nicht unbedingt sehen. Bei diesem liebevoll drapierten Kunstwerk handelt es sich um Christinas Roast Beef mit Chipotle-Mayonnaise und Mixed Pickles. Wir sehen hier eine sehr schöne Farbe, Rose, auf dem Roast Beef. Richtig dünn geschnitten. Gewürzt hat mir etwas gefällt, Salz und Pfeffer. Die Mayonnaise ist selbst gemacht. Von mir aus fällt nur ein bisschen Salz. Ah, kann man ja nachwürzen ein bisschen, ne? Die Soße war lecker, also sehr lecker. Ich hätte etwas mehr gehabt. Da müsst ihr wirklich was sagen, Leute. Ne? Wenn da einfach was lecker ist, dann einfach Finger nach oben. Kann ich noch was haben? Ich glaube, es gibt keinen, der Nein sagen würde. Bei Mixed Pickle war Kugel und Radieschen dabei. Das hat richtig gut eine gute Note gegeben bei dem Fleisch. Passt. Fehlt noch Marcells Flusskrebskrokette mit Orangen-Fenchelsalat. Schick, schick. Ich habe ja die Flusskrebskrokette mit einem Orangen-Fenchelsalat. Dazu noch so eine Safran-Mayonnaise. Da fehlt auch mir ein bisschen Salz, muss ich sagen. Aber es ist halt auch Geschmackssache. Und den Safran schmeckt dann auch raus. Also ist auf jeden Fall auch Safran mit drin. Und Fenchelsalat, ich bin eigentlich gar kein Fenchel-Fan, überhaupt nicht. Aber die Krokette hat mich so interessiert, deswegen habe ich gesagt, komm, probierst du mal. Schmeckt aber super. Es ist am Ende eine gute Schärfe drin, muss ich sagen, im Fenchelsalat. Da fehlt mir ein bisschen noch der Orange-Kick. Ja, okay, das darf man ja auch sagen, ne? Für mich war Highlight eh die Krokette und die war auch super cool. Also die hat echt gut geschmeckt. Das ist mit so einer Art Farce auch gemacht, ja. Das sind jetzt nicht so, dass man sieht, dass da so wirklich die Stücke drin sind. Das heißt, es wurde wahrscheinlich puriert in einem Kutter oder etc. Aber schmeckt super, da fehlt mir gar nichts. Und wenn man es am Ende des Tages zusammen isst alles, dann gibt das ein rundes Geschmacksbild einfach im Mund. Das gefällt mir. War von der Konsistenz eigentlich alles okay, so wie ich es mir fast gedacht habe. Und geschmacklich war es auch gut. Ein bisschen mehr Bums vielleicht, aber es war eine runde Nummer. Geschmäcker darf er ja auch sagen. Aber ich glaube, er sieht das Handwerk, er sieht den schönen Teller. Das wird jetzt trotzdem bei ihm eine gute Tendenz geben. Hofft Matthias auch. Nun denn, wo bewegen wir uns gerade? Meine Tendenz, Matthias, liegt bei 9 Punkten. Vielen Dank. Meine Tendenz, Matthias,
liegt auch bei mir bei 9 Punkten. 2x9 zum Anfang? Boah, stark. Meine Tendenz sind 8 Punkte. Wunderbar. Und bei dir? Lieber Matthias, meine Tendenz ist auch bei 8 Punkten. Vielen Dank. Ja, das ist mega. 2x8, 2x9, mega Einstieg. Mega. Tendenz ist tiptop in Ordnung. Klar, man kann auch ein bisschen ausbauen, aber Durchschnitt 34 ist schon nicht verkehrt. Ne? Hallo? Wollte ich gerade sagen. Ne? Also halt das mal, das reicht schon. Die Messlatte für den Hauptgang hängt alles andere als niedrig. Wir machen uns zusammen Aufgang, oder was? So sieht's aus. Wir machen ein schönes Lammkarree unter der Parmesankruste mit einem leckeren Ratatouille-Gemüse und Zitronenpolenta. Ja, super. Habe ich hier schon mal so ein bisschen angefangen, für das Ratatouille den Knoblauch zu schneiden. Paprika habe ich schon mal vorbereitet. Ja. Da habe ich jetzt den Kniff, ich flambiere die einmal, dass ich die oberste Pelle abmachen kann. Ja, okay. Das Ganze wird abgeflammt, A, um irgendwo auch Röstaromen natürlich reinzubekommen und B, halt auch, um die Haut abzubekommen, weil die Haut öfters halt einfach ein bisschen anders vom Kaufverhalten ist, als wenn man das reine Paprikafleisch hat. Das ist einfach schöner für den Gast nachher. Ja, auch eine Möglichkeit, um die Haut abzuziehen. Ne? Tatsächlich geht das. Ein bisschen besser geht es schon, wenn man die im Ganzen in den Ofen... Naja, was heißt besser? Es ist gewohnter. Ne? Also über ein Gasherd haben wir es früher auch gemacht. Ne? Ich mache dann auf dem Teller mache ich Nocken aus dem Ratatouille. Und dementsprechend kriegt man dann ein bisschen mehr daraus. Also ist das Ratatouille auch ein bisschen feiner als sonst? Ja, genau. Also ich schneide es jetzt hier in damit die Noppen ziemlich machen feine Würfel. Ah, sehe ich schon. Ja, okay. Also nicht so rustikal klassisch, sondern schön fein. Ja, perfekt. Neben Paprika und Zwiebelchen würfeln wir noch gelbe Zucchini klein. Ich habe es gelesen, Laden Garpunkt. Ja. Ich habe es erst gedacht, so ein bisschen so erst am Fleisch etc. Ne, Garpunkt treffen oder vielleicht auch einfach, es muss immer perfekt rausgehen, immer auf den Punkt bringen, so ein bisschen. Ganz genau, ist einer der drei Punkte. Okay. Das ist, also Garpunkt ist am Ende des Tages ein Zusammenschluss, der wieder ein drittes oder eine dritte Bedeutung ergibt. Mhm. Das einmal Gar ist, sind die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens. Ah. Ich heiße Garg. Okay, ja, alles klar. Punkt ist der Treffpunkt, den wir einfach bieten wollen für die Gäste hier zum Genießen, zum Dasein. Und das ist dann halt das Thema, dass man daraus den Garpunkt hat. Eigentlich lustig, dass der Name Garpunkt nicht einfach für das steht, was es sagt. Garpunkt. Nein, er hat noch seinen Namen da drin und eben Treffpunkt. Das ist ja witzig, ne? Weil Garpunkt sagt ja auch alles aus. Ne? Das mit dem Garpunkt im Garpunkt wird noch Thema sein. Doch zurück zum Gemüse. Also auch wirklich nur glasig, keine Farbe. Genau, mehr. Genau. Also ich meine, da scheiden sich ja auch wieder die Geister. Das macht jeder, wie er mag. Aber ja gut, aber es ist schön auch am Kochen. Absolut. Viele Wege für den Aroma. Genau. So war's. Das ist ja eigentlich der große Zaubertrick, ne, des Kochens. Wir finden ja eh nichts Neues mehr oder erfinden nichts Neues mehr. Also die Kunst ist ja die Zusammenführung, die neu zu gestalten. Ne? Jetzt löscht Matthias die angebratenen Gemüsewürfel mit Rotwein ab. Bei Rotwein hast du mal Vorlieben oder da gibt es ja auch mal. Also tatsächlich habe ich hier gerne einen Merlot am Start. Den Merlot, dass er den benutzt hat, fand ich super. Das passt dazu, auch vom Geschmack her. Nachher ist es auch so einreduziert, denke ich mal, dass man das eh nicht auseinanderhalten kann, denke ich mal. Zum Schluss bindet Matthias das Ganze mit Tomatensauce ab. Passt, oder? Er macht einen soliden Eindruck. Also man merkt auf jeden Fall, dass er weiß, was er macht und das aber auch mit Leidenschaft und dass er es mit Herzblut macht. Das Fleisch hat er mir kurz gezeigt, es war halt noch nicht fertig pariert etc. Aber gut, ich denke mal, da wird nicht viel schief gehen. Ich glaube, der weiß, was er macht und wir werden es danach auch am Tisch sehen. Kann der Hauptgang das hohe Niveau halten? Wünsche ich euch einen guten Appetit. Einen guten Appetit zusammen. Lasst es euch schmecken. Dann schauen wir nachher wieder nach. Wer sein Lokal Garpunkt nennt, muss auch den perfekten Garpunkt treffen. Das Fleisch ist ja, ich würde sagen, medium well. Bei so einem Fleisch hätte ich mir gewünscht, dass es schon medium gebraten ist. Ja. Ach, Mist, das ist natürlich das Erste, was passiert. Hm, vielleicht nur ein bedauernswerter Einzelfall? Es ist leider auch durchgebraten. Hätte ich mir auch ein bisschen rosa gewünscht. Ja, 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 das ist schon ein bisschen ärgerlich. Gerade weil man dann auch noch Garpunkt heißt. Ne? Bestellt hat Ingo die Taubenbrust mit Kartoffelkrapfen und Ofenporree an Rosinen-Sherry-Soße.
Die Sherry-Rosinensauce fand ich total gut ausbalanciert. Ich musste zweimal hinschmecken, weil der Sherry ganz elegant halt hinten reinkam. Aber so sollte es auch sein. Es sollte ja nicht zu dominant sein. Und die Süße von diesen Rosinen, das hat mir gut gefallen zu der gesamten Kombination. Alle Aromen gefällt mir sehr gut. Es sind halt viel mehr Handgriffe im Gegensatz oder Produkte auch zu der Vorspeise. Ich hätte mir halt die Taube auch einen Tick mehr rosa gewünscht, ne? Oder ein bisschen blutiger. Das wird dann immer leicht ein bisschen trockener, das Ganze. Ja, ja, das ist gerade bei der Taube, ne? Die lebt halt wirklich davon, dass sie auf dem Punkt gegart wird. Aber die Geschmacks, die alle Aromen gefallen mir gut. Mir macht ja auch der Teller wieder Spaß. Enttäuscht bin ich nicht gewesen, nein. Weil alle Komponenten um sich rum, ob es der Lauch war, ob es die Creme war, diese süßlich eingelegten Rosinen. Der Lauch ist auch geil. Das sieht so simpel aus, ne? Das ist einfach ein ganzer Lauch in sich gegart. Das kann super lecker sein übrigens, ne? Es hat super geschmeckt, auch der Geschmack von der Taube war wirklich sehr gut. Es war halt einfach so, wenn man so ein kleines Brüstchen da so sieht, ne? Das ist halt schnell mal ein Tick zu weit und es wird dann halt ein bisschen, es wird der Taube halt ein bisschen ungerecht, ne? Aber erster Tag und es ist alles in Ordnung. Kommen wir zu Ardas Lammkarree unter Parmesankruste mit Ratatouille. Da war ja auch was mit dem Garpunkt. Das erste Stückchen war medium well, aber wenn ich reingegangen bin, dann wurde es schön rosa. Kern nochmal rosa, ne? Genau, im Kern wurde es rosa. Ich bin froh, die andere Hälfte, wie man auch hier sehen kann. Ja, sieht besser aus, ne? Ja. Ist super, genau wie ich es wollte. Puh. Also ist doch nochmal gut gegangen, würde ich jetzt sagen. Also Lammfleisch super, die Parmesankruste drauf auch. Zum Fleisch hatte ich noch ein Ratatouille-Gemüse, was sehr gut gewürzt ist in der Tomatensoße. Also geschmacklich fand ich es ganz gut. Es war klein gewürfelt in der Tomatensoße. Fandst du, dass das so klein war? Hat dich das gestört? Genau. Oder? Nee, eigentlich nicht. Das war etwas kleiner, aber das war trotzdem noch bissfest. Ja, sodass man das gut essen konnte, finde ich. Ja, bin zufrieden. Schön. Also ich würde sagen, Matthias, ist gut gelaufen. Die Garpunkte zweimal, da wird's. Weiß nicht, ob es dann bei 2x9 bleibt oder so. Aber ansonsten tolle Teller, geschmacklich Bombe alles. So, volle Teller scheint nicht so der Hit gewesen zu sein bei euch. Och, Mike war doch aber ganz zufrieden mit seinem Zweierlei vom Duroc mit Kabelkroketten und Rahmkraut. Schaut noch mal optisch, finde ich, noch mal schöner aus. Und das Bäckchen ist, glaube ich, im Ganzen drauf. Finde ich gut. Vorweg, das Bäckchen ist wirklich mega. Die ist total zart, ja. Sehr schön. Das schmeckt geil. Ist Barbecue dran? So eine hast du eine Barbecue-Soße? Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist klassisch, wie man es kennt. Ja? Mirepoix. Okay. Rotwein abgelöscht. Interessant. Also, es erinnert mich so ein bisschen an Pulled Pork, was ich gut finde, nur nicht zerzupft. Da muss ich ganz einfach sagen, das Stück Fleisch daneben geht neben dem einfach unter, weil das mega geil ist. Das andere Stück vom Durockschwein, es war wahrscheinlich irgendwas Richtung Rücken. Es war jetzt schon sehr flach geschnitten, deswegen konnte ich es auch nicht mehr ganz genau. Es hätte auch theoretisch gesehen ein Filet sein können, was dünn geschnitten ist. Es war auch okay, aber das andere hat das halt, also die Backe hat das komplett übertüncht. Naja, komm, pass mal auf, Marcel, da muss man schon jetzt fair sein. Ne? Du bist Koch, hundertprozentig. Und wir Köche lieben geschmorte Dinge. Und die wahre Kochkunst besteht ja auch im Spuren. Nicht einfach ein Edelstück zu braten, zu grillen. Das geht ja sau einfach. Ne? Deswegen ist das so. Das muss man dann auch einordnen, was der Marcel hier sagen will. Ne? Deswegen ist das andere gebratene Schweinenacken nicht schlecht. Kraut ist auch lecker, aber es ist wirklich, hat gut Bums, Schärfe. Ja. Und wenn man das nicht weiß, dann ist das echt überraschend. Okay. Zum Glück die Sour Cream, die ist ein geiler Gegenpart dagegen. Ja. Ne? Die löst das ein bisschen wieder auf. Aber bei meiner Schwiegermutter, die wird jetzt ein Dreieck springen, weil die kann nicht mal Paprika essen, ohne dass sie sagt, dass es scharf ist. Mit der Schärfe, das ist natürlich dann das Cajun-Gewürz. Da ist Chili, Paprika, alles drin. Ja. Gut, muss ich vielleicht ein bisschen weniger nutzen. Oder wie du schon richtig sagst, einfach mal anmerken, mit draufschreiben. Das wird schon reichen. Geschmacklich alles gut. Ich würde es erwähnen einfach. Ja. Okay, ein paar Sachen haben wir jetzt gehört. Bin gespannt, ob er bei seinen 9 Punkten jetzt bleibt. Christina führt sich das Original Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat zu Gemüte.
Also bei Schnitzel, ich war sehr zufrieden. Das Fleisch war super zart, also hat mir sehr gut geschmeckt. Paniert war ganz richtig überall, die Panade war angekommen. Ich hatte ein bisschen mehr Gewürz auf die Panade gewürzt. Die Panade wird bei uns nicht gewürzt. Ich weiß, es gibt so ein paar Menschen, die machen sowas. Die machen dann irgendwie Paprika-Salzmischung in den Brösel rein oder so. Bei uns wird das Fleisch gewürzt. Das darf nicht unterwürzt sein. Was bei mir aber etwas schief gegangen ist, war die Bratkartoffel. Okay. Ich hätte mir gewünscht, etwas weniger, also braten lassen, mit ein bisschen Speck. Ja gut, mit den Kartoffeln, also Speck, Zwiebeln lasse ich generell raus, weil es genug Leute bei mir in der Gastronomie gibt oder im Laden gibt, die sagen, möchte man nicht. Das verstehe ich vollkommen recht, aber auf ein deutsches Restaurant, ich warte die Bratkartoffel mit Speck und Zwiebeln. Ich auch übrigens. Ich mag Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln. Und man kann doch den Gast einfach fragen, wie möchten Sie Ihre Bratkartoffeln haben? Das wäre doch eine Steigerung, oder, im Service, ne? Dass da jetzt ein paar Stellen sind, die dunkel sind, tut mir leid. Hätte ich klar ein bisschen kürzer braten können, aber beim nächsten Mal wird wieder darauf geachtet. Soll ich dir was sagen, lieber Matthias, und dir, liebe Christina? Die Mischung macht ja eine Bratkartoffel aus. Die Mischung aus eben genau diesem Knusprigen, was ganz viele Menschen hier immer wieder mokieren, sich da. Und dann braucht es ein paar softe, weiche Bratkartoffeln. Und diese Mischung aus allem macht es aus. Vielleicht sind diese zwei Scheibchen, die wir jetzt hier oben sehen, ein bisschen zu dunkel. Aber ich wette, dass ein Großteil, die jetzt zuschauen, denken, genau richtig für mich. Ich danke euch. Und dann gehe ich mal zum Dessert über. Ja. Boah, wir freuen uns. Kann man so stehen lassen, oder, Matthias? Ich meine, wirklich negative Kritik war es ja nicht. Von daher, das, was es gegeben hat, war sicher berechtigt. Ob man bei einem Zweierlei jetzt zwei Bäckchen drauf macht, ist die Frage. Ich denke mir, am Ende eine Auswahl ist schon ganz gut. Aber vielleicht kann ich da auch einfach mal das zweite Teilstück wechseln. Dass ich auf ein Filet gehe oder was auch immer. Dein Duett von gebraten geschmort, das behältst du schön bei, weil diese Konstellation mag ich grundsätzlich gerne und es war lecker. Punkt. Danke. Abfahrt. Endspurt im Essener Garpunkt. Jetzt noch die Desserts. Hallo Matthias. Ja, grüß dich. Was machst du heute Schönes? Komm mal rum. Schön in die Küche. Wir machen jetzt zusammen das Dessert, das wird ein Lakritz-Parfait. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ne? Gut, ein Parfait ist ein halbgefrorenes und wie bringt er jetzt den Lakritz-Geschmack da rein? Für sein Parfait muss Matthias zunächst Eier und Zucker aufschlagen. So, dass es schön schaumig wird. Temperatur ungefähr um die 70 Grad. Dass es halt auch ordentlich stockt. Sobald das der Fall ist, die Schüssel zügig vom Herd nehmen. Dann habe ich hier jetzt weiße Kuvertüre, genau. Die habe ich schon bei niedriger Temperatur, 40 Grad ungefähr, geschmolzen. Die kommt dann jetzt einmal hier drunter. So, und dann habe ich hier schon mal vorbereitet. Das ist ungefähr eine Tüte Salzlakritzbrezel. Ach, ich weiß, was das ist. Die Salzlakritzbrezeln, die man normal aus den Tütchen, diese kleinen Lakritzdinger mit der, die nimmt er dafür. Das ist ja auch cool. Mit 250 Milliliter Sahne. Einfach nur aufgekocht, erkalten lassen. Die schlage ich jetzt noch so ein bisschen an, weil sie ist ja selber, das ist jetzt hier so eine Gelee-Masse. Im nächsten Schritt wird die Lakritze unter die Parfait-Masse gehoben. Dann habe ich hier schon einen tollen Spritzbeutel vorbereitet. Und dann könntest du mir vielleicht einmal... Soll ich helfen? Ja, genau. Einmal nur die Schale hier drüber halten. Dann kann ich das einfüllen. Na, deutsch-griechische Kombi. Geht eh schon seit Jahren sehr gut. Und hier auch in der Küche. So, und dann wird das einfach nur hier eingespritzt, kommt dann in den Froster und dann muss das über Nacht drin bleiben. Ich sag mal circa 12 Stunden. 12 Stunden. Und ich habe aber schon was vorbereitet. Bis morgen wollen wir ja jetzt nicht unbedingt warten. Ich finde die Idee von Lakritz Parfum gut.
weil was anderes ist und kann man gerne probieren. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Bin gespannt, wie das jetzt ankommt. Auch im letzten Gang schmaust das Auge wieder genüsslich mit. Sieht doch wieder top aus, ne? Toll aus. Mega. Darf ich das auch essen? Guck mal, ich mach mal dein eigenes Teller hier. Viel Spaß euch. Ja, lasst euch schmecken, ne? Arme Ritter waren gestern, Marcel und Ingo haben reiche Ritter bestellt. Das sind die gefüllten Brioche-Brötchen mit Schokocreme. Reich wahrscheinlich, weil der konnte sich Schokolade leisten, die gut hier drauf ist und die auch lecker ist, die passt. Man sieht auch, wie es innen drin schön gefüllt ist, ja, mit dem Karamell, mit den Erdnüssen. Und es hat sogar, wenn man noch, obwohl es so einen matschigen Eindruck macht, hat man trotzdem manchmal diesen Knack noch unten, merkt man das, dass es halt auch angeröstet worden ist. Finde ich ganz geil. Und es erinnert mich gar nicht so stark an den Armritter, was jetzt in meinem Fall jetzt nicht so tragisch ist, sondern manchmal eher so an so einen coolen, leckeren Nussriegel, den man kennt. Und ich liebe diesen Riegel und das erinnert mich so ein bisschen daran. Und das finde ich echt irgendwie cool. Was meint Ingo? Ich muss auch an den Schokoriegel übrigens denken. Aber ich mag das gerne, dieses kalte, warme Spiel. Chaud-froid, also mir macht es Spaß. Es ist jetzt nicht das, wie meine Oma das serviert hat, aber es ist gut umgesetzt und anders gedacht und ich find's cool. Okay, also dieser arme Ritter, der sogenannte Schokoriegel, wie die beiden das hier sagen, kommt ja sehr gut an, also der reiche Ritter. Ne, der arme Ritter, es wird genauso sein, oder? Das ist im Grunde zwei altbackene Brotscheiben, die gerne mit so einer Pflaumenmarmelade, Pflaumenmus bestrichen werden. Und dann zieht man das durch Vollmilch mit Eiern und ein bisschen Zucker, Vanille durch. Und dann wird das ja in Butterschmalz normalerweise noch ein bisschen ausgebacken, ne, die Scheiben. Und das ist ein bisschen nobler, deswegen reicher Ritter mit viel Schokolade. Reichlich nobel kommt auch Ardas Lakritz-Parfait daher, aber mundet das schöne Dessert auch? Der Lakritz-Geschmack ist sehr dezent hier. Normalerweise hat er so einen eigenen, sehr, sehr starken Geschmack. Also für jeden Gaumen zu essen. Also auch welche, die es vielleicht nicht mögen. Es auf jeden Fall. So schön leicht, dass es man mal probieren kann, ja? Genau. Das Parfait hatte eine sehr gute Konsistenz. Ein Parfait ist immer was Halbgefrorenes und hier war das auch, also super weich. Vor allem in der Kombination hier mit den Zwergorangen, mit dem Schokocrumble. Die Zwergorangen kenne ich. Die Kumquats, ne? Die kann man dann auch tatsächlich mit Schale essen, ne? Aber so in der Form, ja. Nochmal gezuckert und gesüßt, sag ich mal. Ne? Ja, die wurden halt wie so ein Kompott behandelt im Endeffekt. Ne? Ja. Die werden dann noch mal aufgekocht mit Zucker, Orangensaft, einem Karamellansatz. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie so eine Marmelade kann man sich das vorstellen. Ja. Weil die ist ja sehr bitter von sich aus schon. Und da bringt man halt noch mal den süßen Part mit bei, wenn man die so einlegt. Halt, ne? Ja, wirklich sehr, sehr lecker. Na mega, das kommt ja gut an hier. Christina hat sich für die Herrencreme mit Brombeerspiegel und Knusperhippe entschieden. Ich habe die Herrencreme. Das ist eine leichte Creme mit Schokoladenstück da drinnen. Das ist ja nichts anderes wie ein Vanillepudding mit Sahne. Und da sind Schokostückchen drin und auch original Pumpernickel. Also man kann die Note von Rumi auch merken. Also bei ersten Löffel habe ich nicht gemerkt, bei den zweiten oder den dritten Löffel, dann kommt die Rumminote so deutlich und schmeckt also intensiv. Gut, dann haben wir heute mal Rum gegen Uso eingetauscht, ne? Gibt es auch eine Schokoladenerde dazu, das ist nicht so süß und passt auch mit dem Herrencreme in Kombination mit dem Himbeersoße, sehr lecker. Ich werde wieder bestellen. Auf jeden Fall. Und mir schmeckt sehr gut. Auch der Abschluss ist absolut geglückt. Bleibt die spannende Frage, was die gehobene Kneipenküche eigentlich kostet? Wir haben eine Gesamtsumme von 273,30 €. Davon sind 210 € an Speisen und 63,30 € für Getränke. Ich glaube, dass das ein sehr fairer Preis ist, weil er kauft hervorragend ein, er kauft gute Grundprodukte ein und das muss bezahlt werden. 52,50 € oder sowas dann pro Person, drei Gänge mitten in der Innenstadt. Für mich fein.
Nun zu ganz anderen Zahlen. Wie viele Punkte holt der Garpunkt bei der Konkurrenz? Ja, im Großen und Ganzen ist alles wunderbar gelaufen, glaube ich. Mir geht's ganz gut. Bin gespannt, was hier drunter liegt. 7. Ja, wäre ich dann definitiv bei Christina, oder? 7. Punkt. 8. 8, ja, jetzt wird's schon schwieriger. Würde ich beim Ingo sehen. 8 Punkte mit Herz. Ich würde mich auf jeden Fall über mehr Punkte freuen, wenn da jetzt noch mehr kommt. Aber Durchschnitt 28 bis 32, habe ich gesagt, wäre okay für mich. Dann haben wir die 9. Denke ich, könnte der Ader sein. 9 Punkte. Haben wir den letzten. Und nochmal die 9. Wunderbar. Sehr schön. Für den heutigen Abend werde ich dir wunderbare, nette 9 Punkte geben. 33. Bravo. Da hat der eine Kollege auf den anderen Kollegen geschaut und hat es fachlich richtig eingeordnet. Danke für die 9, aber auch alle anderen sind gut. Auch die 7 ist in Ordnung. Das darf man, ist ein Wettkampf. Toller Start. 33 Punkte sind ein mehr als respektabler Auftakt. Da soll Matthias und seinem Garpunkt erstmal einer nachmachen. Arda führt das Lokal seines verstorbenen Papas weiter. So, ich nehme die jetzt mit auf eine orientalische Reise der besonderen Art. Den Orient verbinden die meisten mit Würze und Temperament. Ich bin nicht so begeistert. Es ist halt vom Gewürz her sehr, sehr schwach. Fehlt ein bisschen Salz für mich. Das ist schon berechtigt, ja? Tränenalarm im Krefelder Arabul.